Wir kommen jetzt zum Schwingen. Das ist super wichtig, gerade wenn man mit Hub anfängt, ist man oft so ein bisschen unkoordiniert. Das eine Bein geht dahin, das andere da, man wackelt irgendwie so rum. Ja? Beim Schwingen ist es super wichtig, dass du Körperspannung aufbaust, also Bauch, Po, alles ist fest. Das ist diese Bewegung, die du machst. Ja? Also das Schulterblatt geht nach hinten unten, Brust raus, Brust rein. Brust raus, Brust rein. Ja? Wichtig ist, dass der ganze Körper fest ist. So, damit wir das Schwingen üben können, musst du relativ weit oben hängen. Ja? Also von hier macht jetzt für mich gar keinen Sinn. Das heißt, ich klettere jetzt einmal in den Hub rein und mache das Schwingen von oben. Wenn du dir das noch nicht zutraust, dann kannst du gerne erstmal unten bleiben und die Beine beugen. Ja? Also quasi von hier erstmal nur probieren, dass du diese Bewegung hinkriegst. Ja? Für das Schwingen greife ich wieder Schulterbreit, Daumen gucken sich an. Schulterblätter tief, Spannung aufbauen. Ich komme einmal raus. Und jetzt, meine Beine fangen an, die geben den ersten Puls vor, nach hinten, vor, nach hinten. Und dann rein in den Hub wieder. Schwingen macht nicht nur super viel Spaß, es ist auch eine super wichtige Übung. Es hilft dir nämlich, wenn du mal keine Kraft mehr hast oder einfach auch, um Kraft zu generieren. Ja, Schwung ist immer gut, wenn er kontrolliert ist.